Hi, so, wir starten mit den Schnellkraftübungen. Als erstes für die Arme und die Brustmuskulatur. Dafür gehen wir in die Liegestützposition. Ich starte mal in der erstmal ganz normalen Liegestützposition und gleich zeige ich dir noch ein paar Varianten, wie du es leichter und schwieriger machen kannst. Wichtig ist jetzt für die Schnellkraft, dass du runtergehst in die Ausgangsposition und dann so schnell wie möglich dich nach oben drückst. Dabei dürfen die Handballen oder sogar die Fingerspitzen leicht den Boden verlassen. Okay, starte diese Position, indem du dich erstmal auf den Boden legst, die Fußballen aufsetzt und die Hände neben deinen Schultern platzierst. Dabei zeigen dann die Ellbogen nach außen und du gehst hoch in die Ausgangsposition, indem du mit dem gesamten Oberkörper nach oben kommst und in den Boden drückst. Dann senkst du wieder ab, bis du ungefähr 90 Grad in den Ellbogen hast und drückst dich dann explosiv nach oben. Diese Übung führst du 3x 30 bis 40 Sekunden aus. Schön flüssig hintereinander und dazwischen machst du 30 bis 40 Sekunden Pause. Also 3 Sets mit 30 bis 40 Sekunden Pause zwischen den Sets. Ich zeige dir jetzt noch ein paar Varianten, wie du es leichter oder schwerer machen kannst. Ich fange mal an mit der leichteren Variante. Du gehst in die Ausgangsposition, also diese hier, gerade Linie von den Schultern bis zur Ferse und jetzt kannst du die Knie ablegen. Dann gehst du mit dem Oberkörper runter und drückst dich hier explosiv nach oben. Solltest du noch ein bisschen leichter die Übung gestalten wollen, nimm dir einen Hocker dazu, so einen wie diesen hier zum Beispiel. Knie dich davor und dadurch, dass die Hände jetzt etwas höher platziert sind, wird das Ganze ein bisschen leichter. Du startest mit den Händen auf dem Hocker, ungefähr schulterbreit oder etwas weiter aufgestellt, senkst die Brust zum Hocker und drückst dich dann so schnell wie möglich nach hinten ab. Hierbei dürfen die Hände wieder kurz den Kontakt zum Hocker verlieren. Wie du es auch schwieriger machen kannst, zeige ich dir jetzt auch mit dem Hocker. Dafür kannst du den Hocker ein bisschen nach hinten schieben, die Füße auf dem Hocker platzieren. Vielleicht, um die Mama nicht zu verärgern, zieh die Schuhe aus, bevor du sie auf den Hocker platzierst. Und dann gehst du wieder runter in die Ausgangsposition und drückst dich wieder explosiv nach oben. Durch diesen Winkel hast du ein bisschen mehr Gewicht noch auf den Händen bzw. auf den Armen und dadurch wird die Übung ein bisschen schwieriger. Egal wie du es machst, merk dir immer 3 Sets mit jeweils 30 bis 40 Sekunden und dazwischen darfst du 30 bis 40 Sekunden Pause machen. Viel Spaß dabei!